Roblox, antworte oder sterbe zusammen mit Ryan. Hallo, zeig dich Hallo. Mal, Ryan. Ich habe dich noch nie in Roblox gesehen. Was hast du für ein Gesicht? Sieht gut aus, oder? Du hast einfach rote Augenbrauen, Ryan. Was ist mit dir verkehrt? Ich habe die gefärbt. Das ist doch stylisch, oder nicht? Oder so? Nee, es ist nicht stylisch, Ryan. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist definitiv nicht stylisch. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy. Und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox zusammen mit Ryan. Heute haben wir hier ein Spiel. Oh yeah. Wenn wir nicht schnell genug antworten und möglichst lang, dann sterben wir. Werden wir vom Wasser verschlungen. Warte, was? Ja, das ich spiele jetzt erstmal Roblox zusammen und du willst mich nicht. Ja, Ryan. Es sei denn, du gewinnst das Spiel. Können wir zusammen gewinnen? Nö. Da sind wir auch schon in der ersten Runde, Ryan. Oh, du bist da vorne. Ich sehe dich gerade. Nenn einen Planeten, der Teil unseres Sonnensystems ist. Und wir dürfen nur lange Antworten geben. Wie wäre es dann zum Beispiel mit... Ich weiß nicht, ob das das längste ist, aber ich glaube, das war eine richtige Antwort. Und ich bin... Oh, du hast ein Block mehr. Yeah. Welche hast du genommen, Ryan? Saturn. Saturn, okay. Saturn ist auch echt ziemlich lang, aber Jupiter ist länger. Let's go. Oh, nächste stimmt. Frage, Freunde. Das Wasser ist gestiegen. Okay, das Wasser steigt. Und das Strawberry Cake ist, glaube ich, auch schon raus. Und Susi neben uns. Die anderen haben es aber alle geschafft. Nenne einen Tag der Woche. Sind die nicht alle gleich lang? Gibt es da einen längeren? Ich weiß nicht, ob wir auf Englisch antworten müssen. Aber ich habe jetzt mal Saturday geschrieben. Oh. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Hast du es auf Deutsch geschrieben? Ja, aber das geht nicht. Man muss auf Englisch. Man muss auf Englisch antworten. Okay, aber wir können ja Englisch. Ist kein Problem, denke ich mal. Ryan, kannst du schwimmen? Weil sonst kannst du auch einfach weiter hochschwimmen. Ich bin echt schlechter Schwimmer, muss ich leider sagen. Bist du wirklich ein schlechter Schwimmer? Ja. Oha. Ich kann nicht mal im Körper. Nein, aber du kannst schon schwimmen, oder? Ja, ich kann schwimmen. Nur sehr oder langsam. Oder gehst du denn unter? Ich gehe direkt unter. Also bitte, du musst mir helfen hier. Alright. Ein beliebtes Spiel auf Roblox. Ich wollte erst Brookhaven schreiben. Er nimmt Fashion Famous nicht. Oh mein Gott, er nimmt Fashion Famous nicht. Das wäre halt mega hoch gewesen, hätten wir als Fashion Famous nehmen können. Aber ich glaube, es haben halt alle gerade Brookhaven geschrieben. Also, ich habe deine Antwort geklaut. Mir wäre es hast du meine Antwort? Ist in Ordnung. Das ist, guck mal, die arme Susi, die ist da unten noch. Nenne eine beliebte Frucht. Oh, ich habe eine ziemlich lange. Das gibt mir 10 Blöcke. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Vielleicht wäre es auch noch mehr gegangen. Was hast du genommen? Ich habe Dragon Fruit genommen. 11 Blöcke. Ich habe Strawberry genommen. Das hat mir 10 gebracht. Das ist auch gut, aber Dragon Fruit ist echt cool. Das Wasser steigt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Schwimmflügel dabei. Nenne einen beliebten Superhelden. Ryan, da musst du mir helfen. Ich kenne keine Supermelden. Superhelden. Ich auch nicht. Superman vielleicht. Oh mein Gott, ich hab Captain America. 14 Blöcke. Was? Alter, 14 Blöcke gerade. Wie krass. Ich bin jetzt, glaube ich, eine von denen, die am höchsten sind. Ela und Ada. Nein, Ela und Ada sind noch ein bisschen höher, aber die sind auch echt gut in dem Spiel. Guck mal, das Wasser steigt. Nächste Frage. Nenne ein beliebtes elektronisches Gerät. Hast du eine Ahnung, was man da nehmen könnte? Sowas wie eine Konsole? Playstation vielleicht? Nein, das geht Nein, nicht. Nein, echt nicht? Was? Oh mein Gott, ich habe ganz Xbox schnell auf Computer nicht. Geschrieben. Oh mein Gott. Nein, ich habe gar Er hat nicht Playstation gesehen. Nicht genommen? Nein. Oh mein Gott, das Wasser steigt 5 Blöcke rein. Ich meine, du kannst es schaffen. Nenne eins der schnellsten Tiere. Was heißt Gepard auf Englisch? Ich glaube Cheetah. Stimmt. Es ist ein Cheetah. Oh mein Gott, 7 Blöcke. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es ein anderes schnelles Tier? Das Wasser steigt? Ich hab Leopard einfach geschrieben, das hat er genommen. Er hat Leopard genommen? Alter, wie krass. Ja. Geil. Nenne ein Topping, das sich normalerweise in einem Hamburger befindet. Alter. Wie, was ist denn im Hamburger drin? Was heißt Gurke auf Englisch nochmal? Cucumber. Normalerweise. Oh, das Nein, ist Tomato. Gut. Er hat's nicht genommen. Tomato habe ich sogar auch genommen. Warte, jemand hat Zeit gekauft. Deshalb. Aber ich glaube nur für sich selber. Aber das war aber auch echt mies, dass Cucumber nicht ging. Weil die ist eigentlich im Hamburger drin. Cucumber wäre richtig gut. Da wärst du richtig weit ja, nach oben ich gekommen. Glaube auch, aber irgendwie. Oh, guck mal, die eine ist jetzt gleich raus. Nenne eine der weltweit beliebtesten Autofarben. Warte mal, Autofarben? Hä? Was ist denn eine Autofarbe? Ja, von außen, die Farbe einfach vom Auto. Ah, eine Sekunde! Er hat schwarz, genommen. Okay, immerhin. Ich weiß Wie? Nicht. Hast du einfach schwarz ja, geschrieben? Was gibst du noch für Farben? Gray? White? Ja, hast du schwarz ja, geschrieben? Ja, was hast du geschrieben? Black, weil eigentlich ging ja Achso, nee, auf ich hab Black geschrieben. Nenne jeden Monat mit 31 Tagen.
Heavy. Kann man mehrere? Ich hab nur einen genommen. Warte, kann man mehrere? Ich auch. Ich kann nicht so schnell schreiben. Ja, Entschuldigung. Da muss ich noch mal ein bisschen üben, glaube ich. Strawberry Cake wurde ermordet vom Wasser. Nein. Dabei hatten wir sie doch so gern. Nenne eine der vier Jahreszeiten. Spring, Summer, Autumn, Winter, Autumn? Das sind 6 Blöcke. Wie viel wäre Summer? Ich glaube auch so 6 Blöcke. Ich glaube, da gibt es keine bessere Antwort, oder? Glaube auch nicht. Was hast du genommen? Kannst deine Antworten weiter in Autumn. Autumn habe ich auch genommen. Das kam mir am längsten vor. Nenne ein Tier, das langsam läuft. Was heißt Schildkröte auf Englisch? Ich weiß es nicht. Das Wasser ist so nah. Ich kann nicht nachdenken. Oh mein Gott. Nein, er nimmt Schildkröte nicht. Snail. Stimmt, Snail kann man auch nehmen. Aber was heißt Schildkröte auf Englisch, Freunde? Oh mein Gott. Ihr könnt in diesem Spiel echt eure Englischfähigkeiten trainieren. Ich muss meine auch mal trainieren. Ryan, du müsstest doch eigentlich Englisch kennen, oder nicht? Turtle. Turtle, ja, stimmt. Aber das Spiel, es macht mich so nervös. Nenne eine Hauptstadt Europas. Oh, oh mein Gott. Ich habe so keine Ahnung. Ich brauche eine. Berlin. Ich kann nicht mehr. Wir haben nur so wenig Zeit, Ryan. Wir müssen so schnell reagieren. Ryan, hast du... Nein, ich habe gar keins. Du hast keins. Du bist einfach der Letzte. Ich habe noch was geschrieben, aber es hat nicht gereicht. Nein. Nenne etwas, das du in der Schule machst. Sleep. Hat er nicht genommen. Nee, hat er echt nicht genommen. Ich habe jetzt Lernen geschrieben. Okay, Lernen hat geklappt. Wir sind 100 Blöcke hoch einfach gerade. Ryan, wir sind... Kannst du auf Deutsch jetzt schreiben? Nee, ich habe auf Englisch geschrieben. 100 Blöcke ist schon richtig hoch. Ja. Ich bin, glaube ich, noch keine 100 hoch. Nö, du bist ganz. Aber das... Oh, du. Du wirst gleich vom Wasser verschlungen, Ryan. Oh. Oh mein Gott. Easy, ich kann nicht so gut schwimmen. Nein! Nenne ein beliebtes Tier, das mit dem Buchstaben C beginnt. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Aber ich hab's richtig geschrieben. Was hast du geschrieben? Chameleon. Einfach Chameleon mit C-H-A-M-E-L-Leon. Hast du's geschafft? Ja, ganz klar. Yes, nice. Aber jetzt ist die Zeit erst rum, also. Warte mal, die eine ist einfach rausgegangen. Ich weiß, die, gekauft. Die ist einfach weg jetzt. Jetzt haben wir nur noch Ada auf der anderen Seite. Der Wasserstand steigt jetzt 10 Blöcke. Oha. Ryan, du brauchst eine lange Antwort. Nenne etwas, mit dem du isst. Mir fällt nichts Langes ein, leider. Ich kenn nur Spoon, Fork, Knife. Ada hat 10. Mit was isst man jetzt? Ich habe nur 5. Ich habe auch nur 5. Aber ich glaube, jetzt bist du raus. Ada ist auch raus, oder? Nein. Ryan. Oh Gott. Nein. Warte, ich spring einfach. Kannst du das überleben? Ich lebe noch. Als ob du das... Ich lebe noch, ja. Ah, du kannst noch atmen, deswegen. Nenn ein beliebtes Gemüse. Geht denn jetzt Cucumber? Das ist 8 lang? Yes! Jetzt ging's. Das hab ich auch. Nice. Oh mein Gott, wir könnten diese Runde hier gewinnen, Leute. Das Wasser steigt, Ryan. Nein! Der 108. Block. Aber du hast es 100 Blöcke hoch geschafft. Jetzt kannst du mir zuschauen. Ich glaube nicht. Nenne etwas, das du auf Pizza isst. Hast du eine Ahnung? Ich bin draußen. Sieht so aus, ob ich Ahnung habe. Pepperoni. 9 Blöcke. 9 Blöcke. Pepperoni! Yes! Das war richtig gut. Das Wasser steigt. Oh mein Gott, Susi ist gleich draußen. 11 Blöcke steigt das Wasser jetzt. Nenne irgendein Teil des Kopfes. Oh mein Gott. Was heißt Augenbraue? Eyebrow. I don't know, Forehead wäre wahrscheinlich länger gewesen. Aber Eyebrow war nicht schlecht, glaube ich. Das war's wohl mit Susi. Ich glaube, du gewinnst das. Ich weiß es nicht. Nenne jede natürliche Haarfarbe. Blond? Schaff ich das? Nenne ein Tier, das fliegen kann. Ein Hippogreif? Ein Phönix? Was kann fliegen? Ach so, ein Vogel! Oh mein Gott. Ey, Leute, nur 4 Buchstaben, das ist nicht gerade viel. Oh nein, das Wasser kommt. Wir stehen im Wasser. Gibst du noch? Letzte Runde, Ryan. Schaffen wir das? Nenne eins der heißesten Länder der Welt. Ey, mir fällt nichts ein. Wieso nimmt er das nicht? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Aber wir sind auf dem 3. Platz gelandet. Das war echt gut für den ersten Versuch. Das war's hier mit unserer heutigen Folge. Heute mal Roblox hier zusammen mit Ryan. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Ryan vorbei. Und ich bin übrigens gerade in Schweden und in Finnland unterwegs. Folgt mir auf Instagram und auf TikTok, wenn ihr Videos davon sehen wollt. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.